Und wo ist die Leiche? Es gibt keine. Was soll das heißen? Dann kann man wieder gehen. Es gibt nur diesen Blutfleck. Aber der Herr Merker behauptet, gegen Mitternacht hier einen Toten gesehen zu haben. Was machen Sie hier? Suchen Sie Spuren? Im Notfall haben wir dafür unsere eigenen Leute. Das ist Hauptkommissar Schneider. Mein Name ist Schmücke. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Hier stand ein großer dunkler Kombi. Silberstreif stand dran. Und daneben lag er. Wer? Der Tote mit dem Kopf in der Blutlache. Da. Sind Sie sicher, dass er tot war? Vielleicht war er nur betrunken und ist, nachdem Sie gegangen sind, um unsere Leute zu benachrichtigen, ist er wieder aufgestanden. Nee, der konnte nicht mehr aufstehen. Haben Sie ihn angefasst? Nein, will doch keine Spuren verwischen. Sagen Sie mal, Herr, wie heißt er? Merker. Herr Merker, war es vielleicht so? Sie haben mit dem Mann was getrunken, dann hatten Sie Streit und dann landete er da? Nein! Wo ist denn die Weigand? Ist sie schon da? Herr Hauptkommissar, Sie haben ja vielleicht eine Laune. War die Nacht zu kurz? Sie hatte noch gar nicht begonnen, verehrte Frau Kollegin. Geben Sie mir ein paar Minuten Zeit, dann weiß ich vielleicht mehr. Gut. Na, dann kommen Sie mal mit, Herr. Wie heißt der? Merker. Herr Merker, kommen Sie mal. Was wollten Sie denn hier? Nichts. Ich gehe immer nachts hier spazieren. Die Dunkelheit inspiriert mich. So. Und wozu? Ich bin Künstler. Wohl eher ein Lebenskünstler. Diese Firma Silberstreif handelt mit Schmuck. Ach nee. Sie haben zwei Kombis angemeldet. Die Kollegen bemühen sich, den Geschäftsführer zu erreichen. Was sind Sie denn für ein Künstler? Die Füße im Regen, die Nase im Wind. So werden wir leben, solange wir sind. Wir haben das Glück, nicht das Geld gewählt. Es bleibt nur ein Stück. Allein die Liebe. Wie zählt. Ach, Sie sind Dichter. Du weißt Bescheid? Naja. Bis später. Gibt bestimmt schlechtere Reime. Und? Nichts, nur das Blut. Na, das dauert ja erstmal. Naja, wenn ich zaubern könnte, wäre ich garantiert nicht bei der Spurensicherung. Keine Schleifspuren oder irgendwas? Nee. Und wenn es die gab, wurden die gründlich zertreten und zerfahren. Tut mir leid. Sicher ist nur, dass der Blutfleck nach Ende des Regens entstand. Also nach 23 Uhr. Ja, gegen Mitternacht kam dieser Merker hier vorbei, sagt. Mhm. Also was auch immer hier passiert ist, es geschah zwischen 23 und 24 Uhr. Jawohl. Tschüss. Ich habe jetzt die Namen und Adressen der Geschäftsführer. Es sind zwei, ein Dieter Grossmann und ein Christian Dietzel. Und von den Anwohnern hier hat niemand was bemerkt? Jedenfalls hat sich keiner gemeldet. Herr Merker. Ach übrigens, den Merker, den hatten wir schon manchmal auf der Wache. Also ganz so harmlos, wie der wirkt, ist der auch nicht. Naja, danke. Guten Abend. Entschuldigen Sie die späte Störung. Kriminalpolizei. Ja, und? Sind Sie Dieter Grossmann? Ja, wieso? Worum geht's? Wir haben nur ein paar Fragen. Wer fährt die beiden Pkw Ihrer Firma? Den einen ich, den anderen mein Partner, Christian Dietzel. Aber der ist für zwei Tage in Rostock, auf Dienstreise. Sie wissen sicher, welches Hotel er gebucht hat? Meist bleibt er in Warnemünde, im Seestern. Hatte er Schmuck im Wagen? Bei diesen Touren eigentlich immer. Viel? Wollen Sie mir nicht endlich mal sagen, worum es überhaupt geht? Natürlich. Es besteht der Verdacht, dass Ihr Partner Christian Dietzel Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Wie? Das hat ihn ganz schön mitgenommen. Oh, das war gut gespielt. Ja, Schmücke? Ja. Vielen Dank. Waren die Kollegen nur aus Warnemünde? Dietzel hat den Seestern gebucht, ist aber nicht angereist. Wohnt sich bestimmt nicht schlecht hier. Ja? Guten Morgen, Frau Dietzel.
Mein Name ist Hauptkommissar Schmücke, das ist mein Kollege Schneider. Was ist denn? Wir möchten gern zu Ihrem Mann. Der ist nicht da, der ist auf Dienstreise. Aha. Können wir Sie einen Moment sprechen? Danke. Mein Sohn ist gestern 16 geworden. Was wollen Sie denn von meinem Mann? Wir wollen herausfinden, wo er ist. Was ist denn passiert? Heute Nacht wurde auf einem Parkplatz in der Stadt der leblose Körper eines Unbekannten neben einem Wagen der Firma Silberstreif gesehen. Wir wollen nun überprüfen, ob es sich bei dem Unbekannten um Ihren Mann handeln könnte. Kann ich ihn sehen? Das geht leider nicht. Man hat ihn, bevor wir dort eingetroffen sind, irgendwie weggeschafft. Ich kann ihn ja mal... Das haben wir auch schon versucht. Sein Handy ist abgeschaltet. Frau Dietzel, das muss alles nicht viel heißen. Ist Ihnen denn irgendetwas Besonderes aufgefallen? Nein, nichts. Gar nichts. Mein Mann ist gestern Nachmittag abgereist. Ihr Mann ist sehr viel unterwegs. Ja, er macht den ganzen Vertrieb der Firma und Geschäftsreisen sind sein Alltag. Hat er sich bei Ihnen gestern noch gemeldet? Ja, natürlich. Das macht er mal, wenn er auf Reisen ist. Ist er das? Können Sie mal so ein Foto bekommen? Kann ich mir die mal mitnehmen? Natürlich. Tja, Frau Dietzel, das war's schon. Vielen Dank. Wir werden alles tun, um Ihren Mann zu finden. Der Unbekannte muss ja nicht Ihr Mann gewesen sein. Wiedersehen. Die Dietzels scheinen eine richtig glückliche Familie gewesen zu sein. Du kippst dich mal nicht ein. Wir haben nicht mal eine Leiche. Ich möchte richtigen Kaffee. Ich mag dieses Geschäume nicht. Hier wird getrunken, was auf den Tisch kommt. Verstehst du? Morgen. Morgen, Edith. Ach, die Kommissarin im Doppelpack. Und so früh? Ja. Bis um 4 konnte ich nicht schlafen. Sie kann nämlich ohne mich nicht einschlafen. Das ist wahre Liebe. Ja, wenn es einfach nur Gewohnheit ist. Dann gibt es keinen Cappuccino. Bitte, bitte, es ist wahre Liebe, wahre Liebe. Wahre, tiefe, reine Liebe. Ja, wahre Liebe. Mit seinem Kaffee erpresst er mich immer wieder. Für mich geht nichts über ein gemeinsames Frühstück. Das war wohl wieder nichts. Ja, Schmücke. Ach ja, danke. Einbruch in die Firma Silberstreif. Sie haben den Tresor ausgeräumt. Christian? Ja, bin ich. Ich habe etwas Fieber, Daniel auch. Magen-Darm. Ja, die Klasse soll das Kapitel 7 lesen. Ich glaube, das ist Seite 93 bis 97. Und vielleicht kann die Frau Förster mal vorbeischauen. Okay, ich melde mich, sobald ich vom Arzt zurück bin. Danke, tschüss. Dani? Papa ist nicht zugestoßen, ganz bestimmt nicht. Und wenn doch? Solange wir nicht genau wissen, was los ist, machen wir uns doch nicht verrückt. Komm, wir lassen das jetzt alles und gehen zur Schule. Lebt. Ich fühle das. Wo ist Frau Weigand? Und die ist da hinten. Kleinen Moment, Herr Kosmar, ja? Moin. Moin. Ah, guten Morgen. Und wie sieht's aus?
Tja, die Spurenlage ist ziemlich eindeutig. Der oder die Einbrecher kamen mit passenden Schlüsseln für die Tür, Alarmanlage und für den Safe. Und wann? Wann? Grossmann war gestern Abend als Letzter in der Werkstatt, sagt er. Gegen 20 Uhr hat er abgeschlossen und heute früh war er auch der Erste. Na gut, dann werden wir mal fragen. Ja. Herr Grossmann, wie viel war denn der Schmuck wert, den Sie vermissen? Wie man es nimmt. Wir hätten 15.000 Euro dafür bekommen. Im Weiterverkauf kommt ja noch die jeweilige Handelsspanne dazu und die ist beträchtlich. Bei einem Hehler bekommt der Dieb natürlich viel weniger. 15.000 sind schon drin. Das waren meist Kettchen mit Brillantanhängern. Ich habe Ihnen hier eine Liste zusammengestellt. Kein Bargeld? Nein. Und der Schmuck wird hier hergestellt? Wurde. Mit der Eigenproduktion ist es vorbei. Wir importieren und verkaufen. Hier wird nur noch gelegentlich repariert. Und gelagert? Genau, im Tresor. Und Ihr Partner Dietzel verkauft dann den Schmuck? Ja, ich kümmere mich um den Einkauf. Woher beziehen Sie die Ware? Wir bestellen fast ausschließlich in Asien, Südostasien. Frau Bauer, zeigen Sie den Herrn noch mal den Schmuck. Der Schmuck ist hochwertig, aber ausgesprochen preiswert. Edelschmuck für jedermann. Könnte es sein, dass Herr Dietzel ohne Ihr Wissen den Schmuck an sich genommen hat? Ja, aber warum sollte er das tun? Und warum nachts? Er konnte jederzeit an den Tresor. Und manchmal lag bedeutend mehr drin. Na, vielleicht hat auch irgendjemand anders den Schlüssel an sich gebracht. Na, meine jedenfalls nicht. Die Sache mit Dietzel und der Einbruch gehören zusammen. Und wie? Liegt auf der Hand. Der oder die Täter haben einen Wagen gesehen, auf dem der Name einer Schmuckfirma steht. Hm. Zu Recht vermuten Sie, dass der Fahrer eines so edlen Wagens einer der Bosse ist. Hm. Sie haben also gewartet, bis Dietzel kam, haben zugeschlagen und sind so an die Schlüssel von Dietzels Firma gekommen. Und der Einbruch war dann Kinderspiel. Na. Und den Dietzel lassen Sie einfach liegen, oder wie? Na ja, aber irgendwie muss man da anfangen. Na ja, aber mit den richtigen Fragen. Zum Beispiel, warum war Dietzel nicht auf dem Weg nach Rostock, sondern hier in Halle? Ich habe ein wunderbares Foto. Was sehen Sie? Ja. Hm. Wunderschönes Gruppenbild mit Damen. Ja, aber der Blick von Frau Dietzel. Ja, wie? Ganz sanft, verliebt. Ja. Meinen Sie, Grossmann und Dietzel, wir haben was miteinander? Ich sehe das sofort. Wo haben Sie das gefunden? Im Schreibtisch von Grossmann. Ganz hinten. Fast ein bisschen wie versteckt. Vielleicht macht uns der Grossmann was vor. Und diese Thea Dietzel auch. Ist ja alles Unsinn, was Sie da denken. Thea Dietzel ist eine gute Freundin, mehr nicht. Und Christian, Ihr Mann, war nicht nur, ist nicht nur mein Partner, er ist auch mein bester Freund. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich da... Das Arbeitsklima war sehr gut. Wir waren wie eine große Familie. Die beiden Chefs waren die besten Freunde. Aber ja. Frau Bauer, wir befragen nicht nur Sie. Herr Grossmann, sagen Sie mir doch mal etwas genauer, was Sie gestern Nacht gemacht haben. Wie? Stehe ich jetzt unter Verdacht? Ich meine, glauben Sie wirklich, ich würde meinen besten Freund... Herr Grossmann. Ich kam nach Hause, hab mir was zu essen gemacht, Papiere durchgesehen, Fernseher eingeschaltet. Und nach der Spätausgabe der Tagesschau habe ich mich hingelegt. Also so gegen 23 Uhr? Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Und dafür gibt es sicherlich Zeugen. Nein, ich lebe allein. Hören Sie, Frau Bauer, Christian Dietzel würde wahrscheinlich brutal erschlagen. Hier handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt. Haben sich die beiden Chefs nun vertragen? Nun, in den letzten Monaten gab es Streit. Ich weiß aber nicht, worum es ging. Aber Sie ahnten etwas. Nun, es gab wohl ein paar Unstimmigkeiten in den Büchern. Ja, was hat sie denn? Ja, was wohl, Herr Grossmann? Okay. Die Firma hatte Probleme, weil Christian gespielt hat. Dietzel war ein Spieler? Nein, aber manchmal hat er ihn gespielt. Das Auto von Dietzel stand in der Nähe der Spielbank. Ja, danke. Dietzel hat auch seinen Termin in Rostock nicht wahrgenommen. Und sein Handy ist immer noch abgeschaltet. Weißt du, was der Firma fehlt? Ja, eine Tiefenprüfung. Bitte, Spielzimmer.
Ist ja nicht viel los hier. Das ändert sich in 2-3 Stunden. Sie, bin der Direktor dieses Hauses. Sie sind von der Polizei? Sehen wir etwa so aus? Ich weiß alles, was in diesem Haus passiert. Und das, was ich nicht weiß, sagt mir meine Intuition. Ich würde trotzdem gerne Ihre Ausweise sehen. Wenn Sie alles wissen, dann kennen Sie sicher diesen Herrn hier. Natürlich, Herr Dietzel. Er ist Stammgast. Hat er etwa... Ich meine, er ist ein sehr angesehener Geschäftsmann. Wann war er denn das letzte Mal hier? Vergangene Nacht. Er hat einen sensationellen Gewinn gemacht. Hier, Dietzel. Mitten in der heißen Glücksphase. Er will setzen, hat aber panische Angst, wieder mal alles zu verlieren. Wahnsinn. Und dann doch 23. Nichts geht mehr. 23 rot. Und jetzt geht er mit dem Geld nach Hause. Zuerst zur Kasse, er muss die Jetons ja noch eintauschen. Wie hoch war sein Gewinn? 40.000 Euro. Er verlässt also mit 40.000 Euro die Bank? Ja. Gibt's draußen auch Kameras? Nein. Stopp, fahren Sie nochmal zurück. Stopp. Und jetzt nach vorne. Stopp. Der. Wer ist das? Kurt Seifert, ein Volksmusikproduzent. Seifert. Stellst du es mir bitte auf meinen Platz? Ja. Danke, Franziska. Bitte schön. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, diese Geräte im Schulgebäude abzuschalten? Es gibt auch Ausnahmen. Wie wollen wir das Verbot bei den Schülern durchsetzen, wenn wir uns selbst nicht daran halten? Was hast du gesagt? Daniel! Hi! Lass das! Papa hat eine Nachricht geschickt. Hier geht's vermutlich um einen klassischen Raubmord. Der oder die Täter haben gewusst, dass Dietzel einen Haufen Geld in der Tasche hat. Der Einbruch in die Werkstatt? Aber das habe ich dir doch schon gesagt. Die Täter wühlen in seinen Taschen, finden den Schlüssel und räumen den Tresor aus. Also hat das alles nichts mit Thea Dietzel und dem Grossmann zu tun? Doch eher mit diesem Seifert aus der Spielbank. Musikproduzent als Raubmörder? Reicht doch, wenn er seine Mitmenschen mit Heimatliedern nervt. Was hast du gegen Volksmusik? Ich höre das mal ganz gerne. Ja? Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen. Das ist doch aus Thüringen. Kommst du nicht aus dem Harz? Trotzdem ein schönes Lied. Schneider? Er lebt. Ich wusste es die ganze Zeit. So. Man soll sich auf seine Intuition verlassen. Pardon, ich muss... Frau Dietzel... Kleinen Moment. Wie lange geht denn das schon zwischen Ihnen und Herrn Grossmann? Wie? Was soll denn das? Kommen Sie. Das ist doch mehr, als Sie uns sagen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich weiß es. Hören Sie, der Herr Grossmann hat mich manchmal angerufen, wenn Christian unterwegs war. Und weiter? Und weiter? Und dann hat er immer öfter angerufen, bis ich nicht mehr an den Apparat gegangen bin. Haben Sie das Ihrem Mann erzählt? Ich wollte die Arbeitsbeziehung der beiden nicht belasten. Aber was sollen denn diese ganzen Fragen noch? Er hat sich doch gemeldet. Frau Dietzel, warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Ihr Mann spielt? Er war gestern Abend noch in der Spielbank. Er war oft in der Spielbank. Wussten Sie das nicht? Ja und? Ist es denn verboten? Entschuldigen Sie, ich muss wirklich zu meinen Schülern. Eigentlich, das Handy von Dietzel ist abgeschaltet. Gut. Ganz koscher ist das Mädel nicht. Wer sagt uns, dass die SMS wirklich von Dietzel ist? Wir müssen mehr über diese Frau wissen. Na und über diesen Seifert. Gut. Einer kümmert sich um Seifert, der andere um die Dietzel.
Ich übernehme Thea Dietzel. Ich frage da mal ein bisschen rum. Das konnte ich mir denken. Wieso? Sie ist doch gar nicht dein Typ. Was weißt du denn, wer mein Typ ist? Der Dietzel, der muss ja ein Vermögen verdienen. Wie kommen Sie da drauf? Da merkt man doch schon die Manieren. Immer vornehm, immer fein. Frau Geske, ist Ihnen heute Nacht im Haus der Dietzels irgendetwas Besonderes aufgefallen? Heute Nacht was Besonderes? Also eigentlich nicht. Gegen 23 Uhr, da brannte noch Licht. Das weiß ich genau. Da bin ich mit meinem Mann nämlich vom Bowling gekommen. Wir gehen nämlich einmal in der Woche zum Bowling. Ah ja, und dann? Na, dann habe ich drüben angerufen und wegen der Katze. Also die haben doch einen Kater, den Luis. Und der springt mir immer dermaßen in die Blumenrabatten. Wann war denn das Telefonat? Viertelstunde später. 23.05 Uhr. So etwa. Da habe ich ihr das gesagt und dann sagte sie mir, dass sie müde ist und jetzt schlafen gehen will. Sie ist aber gar nicht schlafen gegangen. Bis Mitternacht brannte da noch Licht und sie lief hin und her. Naja, man sieht das ja, die haben ja keine Gardinen. Kommen Sie doch rein, aber bitte vorher Schuhe ausziehen. Danke, danke. Frau Geske, Sie haben uns sehr geholfen und Frau Dietzel auch. Wie war gleich Ihr Name? Schneider. Kommissar Schneider. Ja, ja. Wunderbar. Danke, ganz wunderbar. Die Strophe ist gestorben. Tag. Wer hat Sie denn hier reingelassen? Ich möchte zu Herrn Seifert. Das sind doch Sie, nicht? Ja, aber ich habe keine Zeit. So, die nächste Strophe. Bitte. Ich muss aber mit Ihnen reden, Herr Seifert. Ja, das geht jetzt nicht. Wir haben Aufnahme. Schmeiß ihn doch raus. Raus. Kriminalpolizei Halle, Hauptkommissar Schmücke. Nur ein paar Fragen. Wir machen eine ganz kleine Pause. Das gilt auch für dich. Bitte. Sie kennen doch Christian Dietzel, nicht? Fragen Sie nicht, was Sie schon wissen, bitte. Gut. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend in der Spielbank. Er hat kurz an meinem Tisch gesessen, hat sehr viel gewonnen. Und dann? Und dann ist er gegangen. Mittendrin. Aufhören, das ist die Kunst. Und wann sind Sie gegangen? Kurz danach, ich musste mal auf Toilette. Und Sie haben Herrn Dietzel nicht noch einmal getroffen? Und Sie haben auch nicht beobachtet, ob Herrn Dietz jemand gefolgt ist? Nein, ich war ja auf Toilette. Mein Mitarbeiter kann das bezeugen. Ah ja. Noch was? Nee, das war's. Wiedersehen. So, und wir machen weiter. Ach, Herr Seifert. Ich würde das nochmal machen. Der Bass hat das tiefe G nicht ganz getroffen. Das geht doch. Dumm, 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 dumm. Der Seifert ist ein Riesenschlitzohr, aber ein Mörder glaube ich nicht. Vielleicht gibt es doch noch Zeugen, die gesehen haben, wie Seifert Dietzel von der Spielbank zum Auto gefolgt ist. Aber das müsste was für dich sein, Feinschmecker, wie du bist. Und dazu gibt's ein wunderbares Dressing. Dressing? Schon der Name ist überflüssig. Für mich existiert nur Essig und Öl, verstehst du? Alles andere ist ein Angriff auf meine Geschmacksnerven. Aber, sag mal, musst du denn aus dem Papier essen? Nimm dir doch wenigstens einen Teller. Kann gar nicht hinsehen. Musst du ja nicht. Stört dich hoffentlich nicht, dass ich weiter esse. Guten Appetit, Kollege Schneider. Danke, Frau Weyer. Ich habe hier zwei Sachen für Sie. Die erste betrifft das Blut auf dem Parkplatz. Es stammt definitiv von Dietzel. Na endlich. Ja, ich war bei seinem Hausarzt und danach im Krankenhaus. Dietzel hat nämlich noch vor 6 Tagen Blut gespendet. Sehr schön. Und zweitens? Zweitens habe ich den Netzbetreiber angerufen und gefragt, die SMS kam aus Halle. Ich wette, die hat sich die Dietzel selbst geschickt. Herr Hauptkommissar, jeder, der im Besitz des Handys von Dietzel ist, kann eine Nachricht absenden. Vielleicht lebt er ja noch und beobachtet seine Frau aus unmittelbarer Nähe. Och, Frau Weigand. Hab nichts gesagt.
Wozu sollte sich Thea die SMS selbst schicken? Ja, denkst du, sie hat ihren Ehemann umgebracht? Kannst du das ausschließen? Thea Dietzel hat ein Alibi von der Nachbarin. Absolut wasserdicht. Zwischen 23 und 24 Uhr war sie zu Hause. Das weißt du doch. Na? Magst du nicht was essen? Ich hab dir Krabben mitgebracht. Komm, eine SMS. Warum ruft denn der nicht an? Vielleicht wegen der Firma. Weißt du, da gab es in letzter Zeit einige Schwierigkeiten. Doch auf mit dem Scheiß. Es geht doch nicht um die Firma. Wie meinst du das? Paps ist weg, weil ihr immer Krach hattet. Immer. Wie kommst du denn darauf? Warum lügst du mich an? Glaubst du, ich hab das nicht mitbekommen? Jeden Tag, jede Nacht dieses Gezänk? Aber Daniel, das stimmt doch gar nicht. Ach, lass mich in Ruhe. Hallo? Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Wir haben noch ein paar Fragen. Jetzt? Um diese Zeit? Ja. Dürfen wir reinkommen? Kommen Sie mit rein. Bitte. Danke. Warum haben Sie uns nichts von der Spielleidenschaft Ihres Mannes gesagt? Ich spreche nicht gerne über meinen Kummer. Vor 2 Jahren hat ein Freund meinen Mann mit in die Spielbank genommen. Seitdem hat sich alles geändert. Roulette? Beim geht's nur ums Roulette, egal was er macht. Wie haben Sie es bemerkt? Ganz einfach. Es ist kein Geld mehr im Haus. Alles, was er verdient, fließt in die Spielbank. Und die Ersparnisse? Auch. Zuerst war das Girokonto leer. Dann waren wir immer am Ende des Überziehungskredits. Und dann sind plötzlich die Investmentpapiere verschwunden. Hier stand eine wunderschöne alte Vitrine, voll mit Porzellan. Von meiner Großmutter. Eines Tages komme ich aus der Schule nach Hause zurück. Da ist alles weg. Einfach weg. Mein Auto verschwand auf die gleiche Art. Alles verkauft. Übrig blieb nur, was der Firma gehört und was er für seinen Job braucht. Ich verstehe Ihren Mann nicht. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, warum telefoniert er nicht mit Ihnen? Warum schickt er nur eine SMS? Und warum ist sein Handy, wenn wir ihn anrufen wollen, immer tot? Das weiß ich doch nicht. Frau Dietzel, ich glaube Ihnen nicht. Frau Dietzel! Entschuldigung. Ich sagte, ich glaube Ihnen nicht. Was? Die SMS können Sie sich ohne weiteres selbst geschickt haben, falls Sie im Besitz des Telefons Ihres Mannes sind. Und wenn Sie im Besitz des Telefons sind... Bin ich aber nicht. Wir kriegen das raus. Glauben Sie, ich hatte was mit dem Verschwinden meines Mannes zu tun? Ja. Wiedersehen. Das sind Hypothesen, Frau Dietzel. Mehr nicht. Wenn Sie unschuldig sind, und davon gehe ich aus, müssen Sie keine Angst haben. Sag mal, was soll denn das da eben? Die Dietzel ist der Verdächtige. Verdächtig? Sie hat ein Alibi. Ach Quatsch, Alibi. Oder spielt ja für dich keine Rolle? Dir macht's ja Spaß, der armen Frau Angst. Nun mach doch mal einen Punkt. Ich habe das nicht ohne Überlegung gesagt. Sag mal, hast du dich in die verguckt oder was? Befangenheit nennt man sowas. Verstehst du, Befangenheit? Du bist unmöglich, Schmücke.
Nichts geht mehr. Später in das Spielzimmer. Nichts geht mehr. Na, wieder gut? Prost. Prost. Und jetzt ein kleines Spielchen. Nie. Ach, komm. Ich lade dich ein, privat, zur Versöhnung. Hier gewinnt doch nur die Bank. Na, das werden wir mal sehen. Nichts geht nicht. Ein Hunderter. Ein Hunderter, bitte sehr. Bitte das Spiel zu machen. Nichts geht mehr. 33 schwarz. Wir hätten gern gewusst, woher Sie Geld zum Spiel nahmen. Wenn einer gewinnt, kriege ich was zugesteckt. Ich bin so eine Art Maskottchen, der Spieler. Aha. Und gestern Nacht hat ihm Dietzel was zugesteckt. Ja, 200 Euro. Hey, Sie kannten ihn also? Ja. Warum haben Sie uns das nicht gesagt? Ich dachte, Sie verdächtigen mich, dass ich den Toten ausgeraubt habe. Aber Dietzel hat mir das Geld gegeben. Und dann? Dann kam dieser Musikfuzzi. Seifert? Ja, der und sein Gorilla. Ich bin dann aber gleich weg. Was wissen Sie denn über Seifert? Nichts. Herr Merker, wir können Sie jetzt auch festnehmen. Sie stehen unter Mordverdacht. Seifert verlangte von Dietzel Spielschulden zurück. Ich glaube 50.000. Ich bin dann aber gleich verschwunden. Spielschulden? Ja, die hat er bei Seifert gemacht. Da kann man auch spielen. Wie, ich denke, der macht Musik. Schon, aber nebenbei betreibt er noch einen privaten Spielclub in seinem Studio. Und da geht's um die ganz große Kohle. Woher wissen Sie denn das? Na, weil er mir das mal erzählt hat. Unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Und da kann jeder rein? Nein, nur durch eine Empfehlung. Und wer gibt so eine Empfehlung? Herr Merker, nur zur Erinnerung, es geht um Mord. Am ehesten noch die Dreves, aber die achtet auf guten Umgang. Was heißt das? Sie mag nur vornehme Männer. War's das? Nee, noch nicht. Wir würden uns die Dame gerne mal ansehen. Ist sie drüben in der Spielbank? Was ist denn mit meinem Einsatz? Perdu. Und daran erinnern Sie sich noch? Natürlich, ich merke mir alles. Ja, ich mir auch. Und Sie haben immer Feuer? Morgen um 10 Uhr bei mir im Präsidium, verstanden? Zittern Sie doch nicht so. Seien Sie pünktlich. Wer ist es denn? Die Blonde hier? Der Teletubby da. Ach.
Vanessa eine E-Mail geschickt. Und das sagst du jetzt erst? Setz dich doch. Ich hab, dass er große Probleme mit Gläubigern und der Polizei hat. Deswegen kann er sich auch nicht melden, weil die ansonsten gleich wissen, wo er ist. Und sonst? Nichts. Schöne Grüße von ihm. Und er denkt an uns. Freust du dich nicht? Ja. Der Kommissar war so aggressiv. Ich bin keine Mörderin. Was? Die halten dich für Christians Mörderin? Hat sie wohl doch nicht so schlecht geschmeckt. Mein Geschäumter, was? Ja. Sag mal, was hatten die gekostet? Na, wir können die ersten Monate testen, aber geschmacklich aber ist es entschieden. Jetzt geht es natürlich erstmal ums Finanzielle. Na, ganz einfach. Wir zocken. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hier das Material über Seifert. Es ist nicht viel. Wegen Zollvergehen ist er mal auffällig geworden. Herbert, meinst du nicht, dass das einfach ein Betriebsunfall gewesen ist? Seifert sieht, wie Dietzel gewinnt. Er folgt ihm, verlangt sein Geld. Dietzel weigert sich, es kommt zum Kampf und Seifert schlägt zu. Nee. Was hast du? Mach dir keine Sorgen. Die können dir nichts anhaben. Hast du eine Ahnung? Ich verstehe das nicht. Heute hat er dem Jungen eine Mail geschickt. Und? Wo ist er jetzt? Wenn ich das wüsste. Sie sagt, erklärt sich, wirst du sehen. Er wird schon wieder auftauchen. Aber warum? Warum macht er das? Weil er die Firma ausgeplündert hat. Was? Geht schon eine ganze Weile so. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Weil ich nicht wollte, dass du dir Sorgen machst. Wie viel? Ich will es überleben und die Firma auch. Aber von Christian ist es sehr egoistisch, auf diese Weise zu verschwinden. Ich möchte nicht, dass du so von ihm sprichst. Rot. Ja. Dann habe ich ja gewonnen. Was kriege ich jetzt? Dein Einsatz hat sich verdoppelt. Thea Dietzel ist weniger zart und feinfühlig, als du denkst. Sie hat doch ein Alibi. Nein, aber das... Die Sache lief anders. Ja, wie denn? Dietzel ist spielsüchtig. Er hat sein ganzes Vermögen verloren. Die Ehe ist am Ende. Also beschließt er, ich verschwinde. Er räumt den Tresor aus, dann beschafft er sich von irgendwoher 2000 Euro, geht in die Spielbank, setzt und gewinnt. Ihm ist aber klar, dass er die 40.000 nicht lange behalten wird. Sind ja überall Gläubiger. Seifert? Zum Beispiel. Dietzel muss abhauen. Und dazu benötigt er einen Zeugen, der ihn als Toten da liegen sieht. Ausgerechnet Merker nimmt er sich dafür. Nee, das glaubt sie nicht. Ja? Herr Merker für Sie. Ach, Herr Merker. Na, ist ja pünktlich wie die Maurer. Guten Tag. Ja, Herr Merker. Was wollen Sie von mir? Sehen Sie diesen ahnungslosen Kommissar hier? Der soll von Ihnen was lernen. Ja. Es kostet so viel Kraft, dem Jungen die starke Frau vorzuspielen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann. Das muss aufhören. Keiner darf dir was unterstellen. Keiner. Was soll ich dann machen? Weiß ich noch nicht, aber
Ich werde was unternehmen. Ach, Dieter, bitte. Schon gut. Ich habe noch ein bisschen. Siehst du, ich habe noch sehr viel. Du hast jetzt andere Sorgen. Also nimm's und denk nicht drüber nach. Und, haben Sie gewonnen? Was haben Sie gespielt? Auf Verlangen. Richtig. Und welche Zahlen gehören dazu? 25, 17, 34, 1, 20, 14, 31, 9. Nein! Auch Verlangen beginnt mit der 17 und geht bis zur 6. Also. Hat die 6 gewonnen. Richtig. Und wie viele Stücke kostet ein Auch Verlangen? Sechs? Nein, 5. Der lernt das nie. Doch, doch. Er tut sich im Moment ein bisschen schwer. Aber er ist sonst sehr willig. Alle Fachausdrücke, stimmt das so, Herr Merker? Große Serie, kleine Serie, Zero, Spiel, Transversal, ja, in Ordnung. Warum gehen Sie nicht zu Seifert? Das geht nicht. Seifert kennt unseren Herrn Hauptkommissar schon. Der geht nie als Profispieler durch. Brauchen Sie mich noch? Nee, Sie können gehen. Aber Sie melden sich jede Woche, verstanden? Und wenn das hier rauskommen sollte, dann... Kriege ich Ärger, ich weiß. Kommen Sie mal, Herr Merker. Dicker, das kriegst du schon hin. Jetzt brauchst du nur noch ein neues Outfit. Outfit? Gern zur Bühne gegangen, aber mein Mann hat das verhindert. Wie schade. Ich hab was für dich. 3 Minuten Pause. Lass mich doch mal wieder ehrlich machen. Eigentlich könnte ich den Schein gleich behalten. Heute Nacht schreibe ich dir ja doch wieder einen neuen aus, bitte. Heute Nacht gewinne ich. Guten Tag, mein Name ist Ralf Borg, ich bin Journalist. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Es geht um Ihren Mann. Ich habe keine Zeit. Haben Sie inzwischen Nachricht von ihm? Wie erklären Sie sich das mysteriöse Verschwinden Ihres Mannes? Gehen Sie bitte. Halten Sie ein Verbrechen für möglich? Ihr Mann war mit wertvollem Schmuck unterwegs. Aber wir können ihn helfen. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. Christian Dietzel ist der Polizei ein weiteres Mal offensichtlich überfordert. Oder wie kommt es, dass man sich bei der Tätersuche allein an den Menschen hält, der im Moment in der schwersten Lage ist? Damit meine ich die Ehefrau des Vermissten, Thea Dietzel. Es gibt bestätigte Aussagen der Nachbarin, dass Frau Dietzel zur Tatzeit in ihrem Hause gesehen wurde. Sie selber glaubt nicht an ein Gewaltverbrechen. Zu vermuten ist, dass ihr Mann die Familie verlassen hat, was auch immer seine Gründe sind. Es fragt sich, warum die Polizei keine Fahndung nach Dietzel eingeleitet hat. Quatsch, die Leute. Aber wie immer haben die Beamten ihren Blick auf einen schnellen Erfolg gerichtet, nicht auf die gründliche Recherche. Dass der Preis dieses Herangehens darin besteht, eine Frau ins Unglück zu treiben, scheint dem Polizeipräsidium mal wieder kein zu interessieren. Hier ist der vorläufige Bericht über die Firma Silberstreif. Die Prüfung hat sich gelohnt. Harvard.
Ja. Ja? Ich bin's. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Warum hast du das gemacht? Was? Warum hast du mir die Reporter auf den Hals gehetzt? Was hast du davon? Und warum hast du es mir nicht gesagt? Thea, damit setzen wir die Polizei unter Druck. Bisher haben sie immer nur gegen dich ermittelt und alle anderen Möglichkeiten ausgelassen. Aber jetzt... Jetzt habe ich nicht nur die Polizei gegen mich, sondern auch die Öffentlichkeit. Quatsch! Du wirst sehen, jetzt gehen sie auch anderen Spuren nach. Welchen Spuren? Christian ist weggerannt. Auch unseretwegen. Er hat es mitbekommen. Das ist alles so verfahren. Thea, bitte beruhige dich. Pass auf, ich bin gleich bei dir, ja? Hörst du? Wir klären alles. Was willst du denn klären? Und deinetwegen ist alles so schlimm geworden. Wie bitte? Christian hat dich ins Unglück gestürzt, als er anfing zu spielen. Das weißt du ganz genau. Ich hätte mich niemals darauf einlassen sollen. Worauf? Auf mich? Herr Grossmann, wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Die Bücher wurden manipuliert, dass die Schwarte kracht. Was sagen Sie dazu, Herr Grossmann? Warum haben Sie uns verschwiegen, wie es wirklich um Ihre Firma steht? Weil Herr Dietze nicht nur mein Partner, sondern auch mein bester Freund ist. Ich hatte schon vor ein paar Wochen den Verdacht, dass da was nicht stimmt. Er kümmerte sich um die Bücher, ich war ja oft im Ausland. Anfangs war es nur so ein Gefühl, aber irgendwann war mir klar, dass Christian Hein hier Schmuckstücke schwarz verkauft. Er brauchte Geld wegen seiner Spielschulden. Kommt Ihnen das Verschwinden Ihres Partners nicht recht gelegen? Ich meine, Sie haben jetzt die totale Kontrolle über die Firma, dazu die unbeschwerte Nähe zu Frau Dietzel. Das sind schon mal zwei Gründe, um seinen Partner aus dem Weg zu räumen. Sie haben eine blühende Fantasie. Aber vielleicht ist er ja gar nicht tot. Vielleicht hat er das alles nur inszeniert, um von seiner Flucht abzulenken. Hier ist schon ein schöner Mantel. Schönes weißes Hemd. Was ziehst du hier für eine Fresse? Das sind doch keine Lumpen, die ich dir anbiete. Ich bin beim Fall und nicht bei deinen dämlichen Klamotten. Warum finden wir den Wagen von Dietzel nicht? Ja, weil man ein Auto wunderbar verstecken, versenken, verbrennen und zusammenpressen kann. Wo ist er denn? Hier ist er. Na, schick was. Komm, zieh die Jacke aus. Das ist nicht dein Ernst. Zieh die Jacke aus, das ist nicht so prinzipiell. Smoking ist ganz was Schräges. Smoking ist so ziemlich das Gegenteil von schräg. Komm. Ich und ein Smoking. Ja, steh gerade. Edith! Komm. Edith, zieh den Bauch ein. Wir werden Edith fragen. Ja. Oh. Na, wie sieht er aus? Wunderbar. Und jetzt die Hosen? Zu lang. Scheiße. Er ist zu kurz. Ich besorge eine aus dem Opernfundus. Gut, ihr arbeitet doch zusammen. Na klar. So, und jetzt pumpen wir noch 200 Euro. Wofür? Sind wir Freunde oder nicht? 200 Euro. Das sind fast 400 Mark. Das ist alles, was ich habe. Ja, die sind zum Gewinnen, verstehst du? Staatsgelder gibt's nicht dafür. Leider. Der? Ich bin's. Ist dein Sohn im Haus? Nein, aber trotzdem. Nur kurz, bin gleich da. Ich hab dich gebeten, nicht mehr zu kommen. Du hast gesagt, du hättest dich nie drauf einlassen sollen. Was heißt das? Das heißt, dass unsere Beziehung unvernünftig war und dass es eine Katastrophe wäre, wenn Dani es erfahren würde. Verstehe ich nicht. Was? Alles. Hast du mir die ganzen Monate was vorgespielt? War das alles nicht echt, was zwischen uns war? Was du mir gesagt hast? Nein. Aber seit Christian weg ist es ist irgendwie alles anders. Aber warum? Ich weiß es nicht. Im Gegenteil. Jetzt brauchen wir es nicht mehr zu verstecken. Es klingt ja gerade so, als ob du froh bist, dass Christian weg ist. Ich freue mich nicht. Aber wenn ich ehrlich sagen sollte, mir wirklich was bedeutet, du oder Christian, dann würde ich keinen Moment zögern. Es ist
Was denkst du? Dass ich was zu tun habe mit seinem Verschwinden? Nein. Das denkt zumindest die Polizei. Verdammt nochmal, was ist los mit dir? Es ist aus. Bitte geh. Was? Bitte. Bitte gib mir die Schlüssel. Letzte. Du bist eine richtige Nutte. Kein Wunder, dass Paps nicht mehr wiederkommt. Ich kann dir alles erklären. Es ist wirklich nicht so, wie es aussieht. Du lügst immer. Immer. Daniel. Warum machst du denn sowas? Das mit Großmann, das bedeutet doch nichts. Hörst du gar nichts? Er hat sich um mich gekümmert. Er hat sich um uns beide gekümmert. Verstehst du? Mir nicht. Ich habe keinen Menschen mehr geliebt als deinen Vater. Mit einer Ausnahme. Dich. Da sollen wir uns mit Blaulicht ins Krankenhaus fahren lassen. Wolltest du doch als Kind immer so gerne. Dieter? Ich bin's. Soll ich? Nein, bitte komm nicht, dem Jungen geht's sehr schlecht. Du, ich wollte mich bei dir bedanken. Du hast mir immer so geholfen und dafür danke ich dir sehr. Aber jetzt... Ja, nein, bitte komm nicht und ruf auch nicht mehr an. Da ist ein neuer Italiener. Wollen wir mal? Oh, nee, aber lass uns doch schnell, hier ist doch so... Nee. Sag bloß, du willst eine Currywurst essen. Nee. Na doch nicht in diesem Aufzug. Das ist doch egal. Lass mal die Rosamunde entscheiden. Wo ist sie denn? Sag mal, hast du die schon mal in einem schicken Abendkleid gesehen? Was hatten die für Beine, Herbert? Trägt er nur Hosen. Ja, aber... Die, was denn? Und die... Funktioniert das schon? Naja, kein Bescheid. Da ist sie ja. Ja, was denn? Currywurst oder zum Italiener? Konnte ich mir denken, jetzt rächt sie sich. Weigand. Ja. Danke. Kollegen haben den Computer, von dem die E-Mail an den Jungen abgeschickt wurde. Ein öffentliches Internetterminal im Hauptbahnhof. Und gibt es schon was über den Verbleib des Autos? Nichts. Fahndung läuft noch.
Nach der Aktion heute Nacht wissen wir mehr. Glauben Sie, Seifert hätte Dietzel umgebracht? Seifert oder Grossmann? Wir haben noch einen dritten Verdächtigen. Thea Dietzel. Aber das verheimlicht er immer. Er sagt, ich behandle sie wie eine Schwerverbrecherin. Tust du. Ach, Quatsch. Ich klecker doch nicht so rum. Ich klecker überhaupt nicht. Und wisch dir die Finger ab. So, was ist denn nun? Stündchen haben wir noch. Gut, ich komme dann später nach. Ich habe noch was zu erledigen. Ach ja, und vermassel nicht alles. Sei schön charmant zu der Dame. Hm? Wo will er denn jetzt hin? Entschuldigen Sie, aber ich habe vorhin Licht gesehen und da dachte ich... Was wollen Sie denn? Ich wollte Ihnen sagen, dass... Ich glaube, ich war etwas schroff zu Ihnen. Das ist eigentlich nicht meine Art. Kommen Sie. Vielen Dank. Setzen Sie sich doch. Neues? Leider noch nicht. Verstehe. Also verdächtigen Sie mich immer noch? Frau Dietzel, wir müssen allen Spuren nachgehen. Aber ich möchte nicht, dass Sie den Eindruck haben, dass ich etwas gegen Sie persönlich habe. Das glaube ich Ihnen. Ihr Mann, hat er sich wieder mal gemeldet? Nein. Wissen Sie, ich verstehe überhaupt nicht, warum die das Auto nicht finden. Tja. Manchmal dauert es eben, ehe so eine Fahndung Erfolg hat. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, Sie zu fragen, ob Sie was trinken möchten. Oh nein, nein, vielen Dank. Ich habe sowieso noch was vor. Ja, das war's. Bis später. Bis später. Der Spielzimmer. Die drei. Guten Abend. Guten Abend. Hier rot viel einstellig. Auf Verlong A10 21-2. Auf Verlong 21-2 A10. Nichts geht mehr. 50-100 gewechselt. 19 rot. Aus 21-2 ein Plan, keine weitere Annonce. Ein Plan 10, 20-35, 350. Bitte schön. Für Sie? Vielen Dank für die Angestellten. Der 10er lag aber auf der 7. Nein, mein Herr, Sie haben die 16. Scheiß doch alle! Das kann doch nicht wahr sein. Furchtbar. Ist das hier öfter so? Es kommt schon mal vor. Sie sind wohl nicht aus der Gegend? Auf der Durchreise. Herr Treter? Sie haben es getroffen. Ich komme viel rum, aber hier war ich noch nie. Und gefällt's Ihnen? Die Stadt gefällt mir sehr, ja. Aber hier ist es doch sehr touristisch. Zu viele Gaffer, zu wenig Einsätze. Ich werde nicht mehr lange bleiben. Aber es gibt ja hier nichts anderes. Wer sagt denn sowas? Wenn Sie mögen, dann kann ich Sie gerne zu einem kleinen Spielabenteuer einladen, oder haben Sie Angst? Ohne Abenteuer kein Gewinn. Wovor sollte ich denn Angst haben? Nee. Ja? Weigand hier. Hauptkommissar Schmücke, sie hat angebissen. Also unser Kollege Schneider hat ja ungeahnte Qualitäten als Aufreißer. Und bei uns tut er immer so. Mit der Zigarre, dicker ging's nicht.
Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, beeilen Sie sich. So, da sind wir. Was vertreten Sie eigentlich? Lassen Sie mich raten. Pharmazeutische Produkte? Gnädige Frau, Sie sind sehr nah dran. Ja, es stimmt, ich verkaufe verschiedene orthopädische Artikel. Aber leider alles Sachen, die für Sie nicht in Frage kommen. Stützstrümpfe, Windeln, Gummidecken, Hilfsmittel gegen Inkontinenz. Ah ja, dann wollen wir mal. Ja. Hier lang, bitte. Guten Abend. Narend, das ist ein Freund von mir, ein sehr guter Freund. Narend? Gibt's ein Problem? Ich bürge für ihn. Dann holen Sie doch den Chef. Schon gut. Schönen Abend. Danke. Bitte, spielen Sie nicht. Nichts geht mehr. Komm, Chef, komm. A50. A20 auf der Long. A20 auf der Long. Kann ich nicht wechseln. Bitte spielst du noch. Ich sag einfach, du hast doch recht, oder? Aber ja. Oh, mein Gott, die geht aber rein. Naja, wo die Liebe hinfällt. Siebzehn schwarz. Gratuliere, gewonnen. Hast du immer so viel Glück? Ja, immer. Sie braucht was. Ich brauche noch 20.000. 20? Bin ich dir jemals irgendwas schuldig geblieben? Ach, der Benz. Eine Woche ist kein Problem. Gib ihr 10. Was denn das für eine? Die ist vermögend. 10.000, Madame. Nichts geht mehr. 20 rot. Oh, du hast verloren. Ja, das werde ich wohl geben müssen. Ich habe nicht genügend Geld eingesteckt. Das ist doch gar kein Problem. Nicht? Bitte, Spiel zu machen. Mein Freund braucht noch eine kleine Summe. Wie viel brauchen Sie? 5.000, ist das okay? Ja. Bitte? 30%. Ja. In Ordnung. Danke, 5.000. Wenn ich mir nicht zurückzahle? Dann kommt der Toningenieur. Gut, das reicht. Zugriff. Bitte? Das war jetzt nicht für Sie bestimmt. Das habe ich jetzt auch gar nicht verstanden. Sie werden es gleich verstehen, in 3 Sekunden. 21, 22, 23. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Wie oft war Dietzel bei Ihnen? Wie viel Schulden hat er gemacht? Herr Seifert, was geschah in der Nacht, als Dietzel verschwand? Sie saßen doch neben ihm in der Spielbank und dann? Also gut, na dann will ich erstmal meinen Schuldschein zurück haben. Und ich will meinen Anwalt. Der kommt gleich, Herr Seifert. Und den werden Sie auch brauchen. Wir haben mehrere Anzeigen gegen Sie. Illegales Glücksspiel, Hinterziehung von Steuern, Wucherei, mehrfacher Betrug. Die Tage im Knast sind verdammt lang, Herr Seifert. Jeder Einzelne, das werden Sie bemerken. Aber wenn Sie sich kooperativ zeigen, hat das natürlich Einfluss auf das Strafmaß. Sie glauben mir ja doch nicht. Dann lassen Sie doch mal hören. Okay, ich habe Dietzel vor der Spielbank getroffen, aber ich habe ihm nichts getan. Warum hätte ich ihm was tun sollen? Der hatte Schulden bei mir, die wollte ich zurückhaben, nachdem er so einen großen Gewinn gemacht hatte. Das ist alles. Und weil Dietzel das Geld nicht rausrücken wollte, da haben Sie sich's mit Gewalt genommen. Nein, er hat mir den ganzen Gewinn gegeben. 40.000, und zwar freiwillig. Freiwillig? Das sollen wir Ihnen glauben? Aber er hatte doch noch viel mehr Schulden bei mir. Viel mehr.
Hier. Wer? Warum sollte ich den denn umbringen? Ich schlachte doch nicht meine Milchkuh. Hier ist ja deiner. Tja. Sieh das doch mal positiv. Den Seifert können wir von der Liste der Verdächtigen streichen. Ist doch auch mal was hier. Und Thea und Grossmann, haben die noch was miteinander? Ich weiß es nicht. Ich war gestern Abend noch mal bei der Dietzel. Ha? Ja, da lag ein so ein durchstochenes Sparbuch rum, komisch. Ach nee. Wir sollten uns alle Konten der Dietzels mal anschauen. Ja. Ist wirklich ekelhaft, diese Brühe. Na komm, gehen wir ins Büro. Mach ich dir einen wunderschönen Espresso, ein Cappuccino oder ein Macchiato. Holla, aus dir wird noch ein Gourmet, was? Keine Angst. Ich wollte gerade zu Ihnen. Ja, was ist denn? Weil Sie doch sagten, ich solle die Stadt nicht verlassen. Aber jetzt muss ich weg. Und wohin? Der Wind allein weiß, wo ich bin. Denn nur der Zufall gibt den Sinn. Ja, ich habe nichts dagegen. Gute Fahrt. Ja. Es ist alles handschriftlich. Also heben Sie es gut auf. Wird mal einen großen Wert haben. Gedichte von Erwin Merker. Mit Widmung. Ich war verdächtig, dann wieder frei. Beides verdank ich der Polizei. In dieser Welt der Rauen entsteht auch mal Vertrauen. Naja, reim dich oder ich fress dich. Wieso? Ist doch ganz hübsch. Vielleicht hättest du nicht so früh laufen lassen sollen. So, hier haben wir das Giro von Dietzel. Noch eins, das Konto von ihr. Ein Depot, alles leer. Das ist der Auszug vom Sparbuch des Jungen. Wurde von seinem Großvater eingerichtet, 12,76 Euro sind drauf. Aber vor 4 Tagen wurden hier 2.000 Euro abgehoben. Mhm, von wem? Von seinem Vater. Er ist weisungsberechtigt. Vor 4 Tagen? Mhm. 2.000 Euro. Das ist ja interessant. An Daniels 16. Geburtstag. Nehmen wir mal an. Daniel hat gespart, um sich zum Geburtstag irgendetwas zu kaufen. Als er das Geld dafür abheben will, stellt er fest, dass sein Konto bereits leergeräumt ist. Er ahnt natürlich, wer das war. Der eigene Vater. Und er weiß auch, was der mit diesen 2.000 Euro macht. Er geht zur Spielbank, traut sich aber nicht rein, wartet, bis der Alte kommt, stellt ihn zur Rede, will sein Geld. Der hat aber alles Seifert gegeben. Der Junge rastet aus und schlägt zu. Aber das klingt alles sehr gut. Aber der Einbruch in die Firma. Und wer hat die Leiche weggebracht? Ach, tja, das bleibt im Moment noch offen. Und? Nichts. Der Junge ist nicht da. Und sie telefoniert, oder besser, sie wird andauernd angerufen. Aber sie legt immer wieder auf. Wo warst du denn so lange? Ich musste bis zur Tankstelle. Oh, aber nicht hier im Auto rauchen. Du weißt doch, ich hab das nicht gerne. Ihr werdet immer militanter, die Weigand und du. Mein Gott, dann hoch. Nein, ich rauche nicht. Ich wette, das ist Grossmann. Oh. Jetzt ist ja mal was ganz anderes. Daniel kommt jeden Moment nach Hause und ich will nicht, dass du hier permanent anrufst. Dann hör mich an, bitte. Ich weiß doch, was du sagen willst. Thea, ich bin kein junger Mann mehr. Ich habe eine ziemlich feste Vorstellung von dem, was ich will. Lass das doch endlich. Ich meine es ernst. Thea. Du hast mir sehr geholfen, aber es geht nicht mehr. Begreifst du das nicht? Dein Sohn mag mich nicht. Und wenn es das ist? Ich würde nichts gegen seinen Willen tun. Hörst du nichts? Der Junge ist alles, was ich hab. Ruf mich nicht mehr an. An ihn. An Grossmann? Nee,
an ihren Mann. Wie kommst du denn da drauf? Ist ein Gefühl, weißt du? Die Saale. Kaufen? Ja. Lass mal wohl. Thea Dietzel. Das hätte ich nicht gedacht. Frau Weigel, Schneider, wir brauchen Sie. Ja, sofort. Mit großer Ausrüstung und mit Tauchern. Daniel? 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 Kann man nicht mal in Ruhe essen? Papa hat angerufen. Er geht nach Südamerika. Weißt du, wegen der Firma und der vielen Schulden. Er wird sich zwar erstmal nicht melden, weil er Angst hat, dass die Polizei dann weiß, wo er ist, aber... Freust du dich denn nicht? Doch, riesig. Falls er irgendwann nochmal anruft, kannst du ihm einen schönen Gruß sagen. Und dass er ein Arschloch ist. Thank you.
kleinen Moment. Ja, Kollege, genau. Ja? Kann man mal? Man kann. Aha. Wann gibt's was Genaueres über Dietzel? Ich habe die Kollegen der Rechtsmedizin vorgewarnt. Wann? Es wird schon ein paar Stunden dauern. Komm. Rosamunde. Ja? Gut. Na bitte. Und sonst irgendwas gefunden? Nichts. Danke, Frau Weigand. Sie haben den Schmuck überprüft. Unsere Vermutung war richtig. In dem Koffer waren die Muster und der Schmuck aus dem Tresor. Geld. Ich nehme meine Taschen mit, okay? Was ist das? Was ist das? Warum hast du Papas Telefon? Warum? Du hast mich angelogen. Du hast mich die ganze Zeit angelogen! Papa ist tot! Er war die ganze Zeit tot, stimmt's? Daniel, bitte. Ich will wissen, ob das stimmt! Nein, es ist nicht deine Schuld. Es war ein Unfall. Ich hab ihn umgebracht! Nein! Wo ist er? Ich will wissen, wo er ist. Daniel. Ich will wissen, wo er ist! Ich will wissen, wo du ihn hingeschafft hast! Daniel, bitte, warte! Daniel, warte! Fahren Sie hinterher! Los, fahren Sie schon! Wohin? Zur Saale! Nur fahren Sie, der tut sich sonst was an! Was war denn los? Wir haben uns gestritten. Weshalb? Das weiß ich doch nicht. Nur fahren Sie doch schneller, fahren Sie doch! Weshalb haben Sie gestritten? Dani 16, da hat man viele Probleme. Aber Sie müssen uns doch sagen können, was den Streit ausgelöst hat. Was wollen Sie denn von mir? Warum misstrauen Sie mir immer? Es ist doch egal, was ich sage, es gefällt Ihnen doch sowieso nicht. Ich will endlich die Wahrheit wissen. Die weiß ich doch selber nicht. Frau Dietzel, wir haben die Leiche Ihres Mannes gefunden. Und zwar da, wo Ihr Sohn jetzt höchstwahrscheinlich hinfährt. Sie müssen uns sagen, was Sie wissen. Wir kriegen das sowieso heraus. Ich war's. Ich habe meinen Mann umgebracht. Ich habe meinen Mann auf dem Parkplatz erschlagen. Sie? Ja. Wie denn? Mit einer Eisenstange. Ich habe ihn mit einer Eisenstange erschlagen. Da lag eine Eisenstange. Und dann habe ich meinen Mann ins Auto gehoben und dann habe ich das Auto ins Wasser gefahren. Sie glauben mir nicht. Sie glauben mir nicht. Mein Mann hat unser Leben zerstört. Wo haben Sie die Eisenstange denn gelassen? Die habe ich ins Auto geschmissen. Da war aber keine Eisenstange im Auto. Sie wollen Ihren Sohn schützen. Er war's. Nein, niemals.
Lassen Sie mich alleine mit ihm reden, bitte. Ist das absolut sicher? Absolut. Ja, hallo. Weigand hier. Daniel? Ja, verstehe. Vielen Dank, Frau Weigand. Herbert. Rosamunde. Bist du hier? Bleib da! Wo bist du? Mach bitte keinen Unsinn! Geh! Geh weg! Wie? Du sollst weggehen! Los, verschwinde endlich! Und sag den Bullen, dass sie auch abhauen sollen! Die habe ich nicht mitgebracht, bitte glaub's mir! Verschwinden Sie! Lass Sie uns bitte allein! Bitte komm runter, ich will mit dir reden! Du hast keine Schuld, ich hab's getan und die Polizisten wissen das! Verschwindet alle! Frau Dietzel! Frau Dietzel, nicht! Bitte! Wir dürfen ihn jetzt nicht bedrängen. Kommen Sie runter! Los, haut ab! Kommen Sie runter, kommen Sie! Nur du auch! Oder ich springe! Warum willst du springen? Die Frage ist sinnlos. Ich weiß, wie es passiert ist! Sie wollen Zeit gewinnen? Nein, nein, es kommt keiner. Es war an deinem Geburtstag. Nach der Schule wolltest du dir was kaufen. Ja, ein Moped. Aber dein Sparbuch war längst leergeräumt von deinem Vater. Du wusstest, dass er abends zum Roulette geht. Da bist du hin und hast an seinem Wagen gewartet. Ja, als er kam und mich sah, war er schon völlig sauer. Du schon wieder. Hat mich weggeschubst, ich hab zugeschlagen. Aber nur einmal. Und er ist liegen geblieben. Und dann bist du nach Hause. Ich hab meiner Mutter alles erzählt. Sie hat ihn angerufen und mehr hat sie gesagt, dass er noch lebt. In Wirklichkeit hat sie ihn weggeschafft. Ich hab ihn umgebracht. Nein! Er ist gegen die Bordsteinkante gefallen. Er war nur bewusstlos. Aber daran ist er nicht gestorben. Daniel, er ist ertrunken. Wir haben seinen Wagen gefunden, da unten. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Doch. Als sie den Wagen ins Wasser schoben, lebte ihr Mann. Vielleicht hat deine Mutter nur gedacht, dein Vater ist tot. Was ändert es? Sie braucht jetzt deine Hilfe. Ich kann ihr nicht helfen. Doch, nur du, kein anderer. Daniel. Komm. Wenn sie doch gewusst hat, dass ihr Mann noch lebt? Sie war in Panik. Ihr Leben zerstört. Denkbar wär's. Tja. Man wird's aber wohl nie nachweisen können.